Im Bahnhof Ostenwalde muss ein Schüttgutwagen vom Ladegleis abgeholt werden. Der Zug zieht dafür vor und rückt in das Ladegleis zurück. Und natürlich müssen die Weichenschlüssel der Bahnhofsweichen wieder in das Dienstgebäude gebracht und hinterlegt werden. Der Bahnhof Amstetten kann von der Rangiereinheit ohne jeden Halt durchfahren werden. Ihr Ziel ist ja der Rangierbahnhof im Knotenpunkt. Die Kleinbahn verläuft über den Anschlussbahnhof Amstetten, den Zwischenbahnhof Ostenwalde zum Endbahnhof Landesgrenze.
Früher einmal lief die Strecke von hier aus noch ein gutes Stück weiter, aber der schwache Verkehr auf der restlichen Strecke führte zur Einstellung und nur diese kurze Strecke wurde ihres großen Güterverkehrs wegen beibehalten. Da ging es dieser Kleinbahn ähnlich wie der Verden-Walsroder Eisenbahn, die beschlossen hatte, das Mittelstück stillzulegen, um zwei kurze Stichstrecken von den Anschlussbahnhöfen Verden und Walsrode aus weiter zu betreiben. Die Kleinbahn am Stetten Ostenwalde Landesgrenze hat nach Stilllegung der Reststrecke beschlossen, im Bahnhof Landesgrenze einen kleinen, mehr provisorischen Lokschuppen zu errichten. Die üblichen Anlagen eines Endbahnhofes wie Abstellgleise für Reisezuggarnituren und weitere Werkstattanlagen fehlen aber völlig. Im Film sichtbar sind nur die schwarz eingezeichneten Bereiche. Die grau eingezeichneten Streckenverläufe bleiben der Fantasie überlassen. Das gilt auch für die Gleisanschlüsse beim Bahnhof Amstetten und beim Bahnhof Landesgrenze. Der Nachmittagsgüterzug vom Rangierbahnhof her besteht aus einem einzigen Schüttzugwagen für Ostenwalde. Die Garnitur durchfährt den Bahnhof Amstetten mit einem kurzen Halt für die Zugmeldung. In Ostenwalde rückt der Zug um der Weichenschlüssel willen bis hin zum Betriebsgebäude vor.